Luschno ist halt persönlich. Es ist auf einer Seite gross, aber auf der anderen Seite nicht wieder gross. Du bist auf der Straße und dann die Leute sagen dir halt Ahoi und so. Und das ist halt irgendwo anders, ne? Dass man ziemlich freundliche Leute auf der Straße trifft, also so gut wie jeder Bürger, der entgegen kommt, muss nicht lange Ahoi rausziehen oder so, sondern das kommt von selber. Wir haben total viele freie Leute bei uns. Wir haben fast alle zwei Vereine, das ist ganz gut, das ist politisch orientiert. Gell? Und das Gute ist, wir haben erfolgreiche Vereine, die wir sind. Was eigentlich relativ gut aussieht, und wir haben eine starke Wirtschaft. Und der Senf natürlich, den muss man erwähnen, gell? Das ist legendär. Für mich die Leute eigentlich. Ich habe ja, als ich hergezogen bin, von 7 Jahren, habe ich halt gleich, als ich in die Schule gekommen bin, habe ich halt ziemlich schnell viele Freunde und so kennengelernt, haben uns halt getroffen. Und mein Bruder hat halt auch gleich und über die Beziehung von meinem Bruder und so und Freunde. Ja, das macht es für mich eigentlich aus. Ja, Luschno ist einfach noch ein kleines Ableben, wie es irgendwie immer gesehen ist, vom Dialekt her, von der Sprache eigentlich und auch von den Leuten. Man kennt einfach immer noch viele Leute. Man kennt einander. Man kennt sie auch über die Hausnehmer, das ist auch eine Eigenart, die wir haben, das ist schon einmal lässig. Also für mich macht Luschno einmal zum ersten der Dialekt aus. Der Dialekt ist super, dass man den hat und da so eigenständig ist. Luschno. Also der Dialekt. Das Ried mag ich auch gern. Und das Barki, schon lässig. Ich bin da daheim. Ich bin da aufgewachsen, da ist meine Familie, da sind meine Freunde, meine Bekanntschaften, meine Wurzeln. Deswegen bin ich zu Luschno. Ja, Luschno ist für mich besonders, weil da fühle ich mich einfach daheim. Da bin ich auf die Welt gekommen, da hat mir noch nie was gefehlt und macht immer Spaß, es ist immer was los. Und darum bin ich und bleibe ich auch zu Luschno. Die Umgebung ist sehr angenehm, ist schon sehr familiär auch alles. Ansonsten haben wir halt einfach unser Zuhause hier gefunden und versuchen uns durchzuschlagen. Luschno heißt für mich Heimat. Und zwar deswegen Heimat, weil ich in Luschno in meinem Bindungsheim auf die Welt gekommen bin. Mama und Papa sind Luschnoer. Ich bin in Luschno aufgewachsen, bin in verschiedenen Vereinen tätig und immer noch. Und Luschno, Umgebung, Landschaft, alles gehört für mich dazu. Das ist für mich Heimat. Also ich bin österreichische Staatsbürgerschaft auch haben und in lange Jahre Stickerei gearbeitet und Geld verdienen und gut leben. Also besser leben als in Türkei hier. Ich bin seit ca. 20 Jahren in Luschno und ich muss sagen, man fühlt sich einfach in Luschno wohl, weil die Bürger sind sehr offen, sehr großherzig, freundlich. Und auch als Außenstehender, wo einer kommt in die Gemeinde, fühlt man sich eigentlich gleich sehr wohl und aufgenommen. Ja, für mich war es Luschno, dass ich da daheim bin und da hat mich einfach da schön gedankt, oder? Und ich kann mir nicht anders vorstellen, am anderen Ort leben oder wohnen. Ich bin 40 Jahre hier, ich sage, Luschno war gut, nichts wie eine andere Seite. Immer Arbeit, immer. Nichts krank, nichts Arbeit. Und jetzt Pension? Ja, und dann Pension. Ich finde es ein freier Mond und ein angenehmer Mond zum Leben dahin. Also ist alles relativ nah.
Du hörst alles, also ist alles in Nähe und ist vielfältig. Kultur, Sport, für mich ist alles da eigentlich, was ich brauche. Ja, dass alles am Platz ist, also dass man nicht weit fahren muss oder gehen muss. Man hat eigentlich viele Sachen, gerade wo ich wohne an der Maria-Theresien-Straße, sehr viele Sachen in der Nähe und das ist sehr fein. Luschnow ist meine Heimatgemeinde natürlich. Ich bin da aufgewachsen. Es ist eine schöne Gemeinde, viel Grün. Man kann alles ganz schnell erreichen. Finde ich sehr schön. Und natürlich der alte Rhein. Man kann gar baden, man kann eigentlich alles tun. Und ja, das gefällt mir. Im Vergleich zu anderen Gemeinden in Vorarlberg lernt Luschnow richtig. Das sieht man. Der ganze Freiraum für die Jugendlichen wie das Faktor, das Mädchenhaus, das Vollhaus. Wie oft erwähnt, der alte Rio natürlich. Speziell der alte Rio. Also der alte Rio ist etwas, da gehe ich gerne an. So ein Gefühl von Freiheit, wenn ich dort bin. Und ja, es gibt in Luschnow leider nicht so viele Sachen, was man tun kann. Mir gefällt der Alte Rhein richtig gut, da kann man auch gut baden. Fischen tue ich gerne, die gute Fische. Dann kann ich auch mit Kollegen ein bisschen angehen. Und das Open Air ist heute auch noch da. Es ist auch super, einmal im Sommer. Ja, ich glaube, ich weiß das jetzt wirklich noch. Von Luschnow aus Amp ist das Beste, was Luschnow bis jetzt rausgebracht hat. Es ist super. Im Leberkäse-Sämmel drin, Luschnow aus Amp, es gibt nichts Besseres. Doxenmetzg. Also deine, das ist ein Metzg zu Luschnow. Also das ist die beste Metzg, die es gibt, wirklich. Das ist so nicht so ein riesengroßer Interspa oder sowas, sondern einfach so ein liebes kleines Lädchen. Stolz bin ich auf die Entwicklung, wie es früher war, nicht wie es jetzt ist. Weißt du, man hat immer eine Verbundenheit zu seinem Heimatdorf, aber dass ich auf irgendwas Spezielles stolz wäre. Nee. Ich bin eigentlich auf gar nichts stolz in Luschnow. So bin ich auf so ein Ding, bin ich, mein Gott. So Umfeld bin ich wirklich stolz, das muss ich sagen. Das ist alles passt, die Leute passen mir. Also, gute Dorf und gute Stadt in Lüstenau. Ich bin zufrieden, ja. Einfach, dass ich da geboren bin. Ja. Ich habe mich selbst letztes Mal auch dabei ertappt, wenn man dich fragt, von wo kommst du denn, oder was bist du früher, und dann sagt man, ja, ich bin ein Luschnauer und auf das bin ich stolz. Ja, es ist eine schöne Gemeinde, ich lebe da gern. Dass so viel geboten wird, auch kulturell, und dass die Menschen eigentlich alle stolz sind, dass Luschnauer sind, hat man das Gefühl. Also wenn irgendwo ein Fest ist, dann geht man einfach. Von Lage, von Bevölkerung, von Geschichte her. Ich glaube, dass wir eigentlich, wie es so schön heißt, der tiefe Gesölzli sind. Ich bin stolz darauf, dass wir in Luschnow eine sehr gut funktionierende Wirtschaftspolitik haben, dass die Wirtschaft floriert. Wir haben unheimlich viele tolle Betriebe in Luschnow. Und auf das bin ich eigentlich stolz, dass wir meiner Meinung nach einen tollen Ort haben, wo jetzt vielleicht nicht mit Sachen wie ein Bodensee oder keine Ahnung, irgendwelchen tollen Sachen glänzen kann. Dafür sind viele kleine Juwelen zu Luschnow, Altarin, Ried, für mich da, wo ich sage, das, man hat ganz viel Lebensqualität aus. Dass man zum Beispiel einfach diesen dörflichen Charakter irgendwo erhalten, das denkt mir auch noch was Eigenständiges und noch was Schönes. Und ich hoffe, man könnte es da für die Zukunft auch bewahren, auch diese Eigenständigkeit, aber doch auch nach außen hin offen. Dass das Integrationsprogramm von der Gemeinde Luschnow eigentlich ziemlich gut funktioniert. Also der Dialekt ist ja ziemlich cool.
Das habe ich gern. Man kennt die Erfahrung überall, wenn man luschnorisch redet. Das verstehen die auch nicht alle. Das ist ab und zu lustig. Die einen sagen die Luschnorren, die anderen freuen sich. Ja, mein Gott, wir haben eine spezielle Sprache, wo man uns kaum versteht. Auf den Dialekt vor allem, wo man wirklich auch noch kleinlich mehr pflegen. Und dass wir dazu stand, dass wir eine Stadt sein könnten und eben auch noch keine Stadt geworden sind. Und so wie es ausschaut, auch nicht wären. Ich selbst bin auch stolz für euch, dass zum Beispiel in meiner Familie einfach da mal der Luschnauer sind und einfach auch der Luschnauer Dialekt noch hochheben, dass ich in einem Luschnauer Unternehmen arbeiten kann und auch Arbeitsplätze zur Verfügung stelle. Auf Luschnauer Senf, auf die Austria und auf EHC.